Das, nee, aber hierhin, zack. Das ist eine Ecke. Die kommt da rein. Und hier unten fehlt der gesamte Strich. Aber so ein Teil haben wir nicht mehr. Das überfordert mich. Also das war jetzt ja noch einfach zu erkennen anhand der Striche, aber wo ist der Rest von diesem Strich? Boah. Das kann schon alles und nichts sein. Das passt nicht. Das passt auch nicht. Nein. Vielleicht. Es muss ziemlich voll sein. So schon mal nicht, okay. Sowas? Nein. Nee. Oh, das könnte hier hinpassen. Sehr schön. Keine Ahnung. Könnte das da hingehören? Nee. Hier? Auch nicht. So rum geht nicht. Nö. Nö. Das hatte ich schon. Nein. Boah. Es wird ja nicht das hier sein. Hier fehlen doch Sachen. Alter Schwede, das ist ja was für mich, ne? Sowas hasse ich wie die Pest. Könnte das dahin gehören? Nee. Das passt nicht. Aber so? Leck mich am Arsch. Da, das. Auch nicht. Das. Da, ah. Nein. Doch, das passt doch. Nee, passt nicht. Wenn der sich anders drehen, würde ich den da vermuten. Und das Grüne geht hier auch nicht. Doch, warte mal, so. Aha. Das aber nicht. Nee. Nee. Puh.
Hier muss ja jetzt eine sehr gerade Ecke hinpassen. Was lässt sich überhaupt so drehen? Das nicht. Das lässt sich hier drehen. Passt da aber nicht ran. Nee. Hatte ich den? Ich probiere den mal. Ja, die roten sind es auf jeden Fall nicht. Das hier passt vom Muster überhaupt nicht. Aber passt doch. Dann würde ich das Stück hier da vermuten. Und dieses hier. Okay. Das war jetzt gar nicht so schwer. Könnte das hier hingehören? Nein. Das gehört aber irgendwo hier hin. Nee. Es sind aber auch wilde, komische Muster. Also die roten lassen sich so nicht drehen. Das muss ja das hier sein. Und hier gehört jetzt definitiv so ein gelbes hin. Das nicht, dann ist es das. Okay. Also es geht ja ein bisschen voran. Hier wird so ein Dreieck hingehören. Und hier vermute ich. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Nein. Das passt überhaupt nicht. Ein rotes passt da aber nicht hin. Kann ja fast nur blau. Ne, weder noch. Das könnte aber vielleicht hier so hinpassen, ne? Nein. Dann versuchen wir es hier oben mal weiter mit der Ecke. Das ist nicht das. Nein. So auch nicht. Das muss es sein. Dann muss hier was Blaues hin, oder? Genau. Das? Das drehen wir. Nee. Das würde ich fast hier unten reinlegen. Irgendwo. Dahin? Das passt nicht. Wo kann denn das noch hingehören? Uh-uh. Uh-uh. Nee. Nee. Ich blick's nicht. Das passt doch überhaupt nicht zusammen, das Puzzle. Bin ich jetzt mal der Meinung.
Dann müsste das hier reinpassen. Perfekt. Jetzt habe ich noch zwei Teile. Mir fehlt aber ein Teil. Auf jeden Fall. Ah, okay. Glücksgriff. Kann ja nur da reingehören, eigentlich. Hä? Warum passt das denn nicht? Ich muss wahrscheinlich einfach nur fester drücken. Hä? Ich kann die Teile aber auch nicht wieder rausnehmen. Immer noch nicht? Jetzt gleich aber. Geh rein! Geh rein! Verdammtes Ding, du sollst! Oh. Upsi. Und was ist jetzt mit dem Fahrstuhlcode? Dammit! So viel Arbeit, damit er das kaputt macht. Alter. So, Mosaiksteine. Die Scherbe ist jetzt endgültig im Eimer. Aber der Kaugummi sieht noch gut aus. Uff. Allerdings auch nicht besser als vorher. Ja, nimm das Kaugummi. Ein Sicherungskasten. Taschenlampe? Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Okay. Sicherungsschalter. Das System rebootet. Das Codewort für den Lift wurde zurückgesetzt. Hier kommt Aha. das Neue. Irgendwas Cooles. R-U-F-U-S. Okay. Damit haben wir das Passwort, würde ich sagen. Probieren wir nun aus. In der Hoffnung, dass wir weiterkommen und jetzt nicht noch mehr rätseln müssen. R-U-F-U. Hey, was soll das denn? Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Oder bin ich jetzt blöd? Aha. Ah. Soweit, so gut. Jetzt heißt es warten. Was ist das für ein Geräusch? Kreuzer, was hat das zu bedeuten? Bin ich in eine Falle getappt? Oder arbeitet Cletus etwa mit dem Organon zusammen? Edis. Ich sollte mir das besser mal aus der Nähe angucken. Erstmal ziehe ich am Hebel. Und nehme die Flagge mit. Gut. Was ist das denn? Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Kann Fenster sind schon was Tolles. ich damit was machen? Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes. Da war ja was. Ist das, um nach oben zu kommen, wa? Ja gut, dann gehen wir mal runter und rennen in unser Verderben. Da werden jetzt bestimmt welche auf uns warten und Goal wird weg sein. Tipp ich mal. Oh, Cletus.
Zapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Kletus geschnappt. Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Mhm. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Kletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir. Nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Ja. Rühren, Amtmann! Machen Sie Meldung! Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter! Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten. Mhm. Moment mal, dieser Kletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber... Was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich hab nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Goal dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Kletus vorknüpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, mich zu hintergehen. Also das ist ja schon mal ganz klar, dass er dich hintergehen will. Aber was haben die für Pläne? Das ist ja auch krass. Und vor allem, wie er die arme Goal nur ausnutzt. Aber was mache ich jetzt? Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Ja, kann ich hingehen? Ich kann nicht näher ran. Achso. Die Organons würden mich sehen. Also muss ich zum Kletus. Dann gehen wir doch mal hinterher. Okay. Da ist jetzt eine Tasche. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Oh. Okay. Kletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal... Und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Okay. Der Deal steht also noch? Was ist das für eine Vereinbarung zwischen dir und dem Organon? Warum siehst du mir so ähnlich? Das fragen wir als erstes. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum. Du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Und beide gleich du dämlich. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel.
Alter, die sind ja wie der Bürgermeister und, wie hieß er, Oscar? Keine Ahnung. Du hast angefangen. Nein, ich habe angefangen. Du hast angefangen. Nee, du hast angefangen. Bla, 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 bla. Okay, das bringt uns nicht weiter. Fangen wir erstmal danach. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia, boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses' Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten, was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber ja. Das ist in der Tat harter Tobak. Das scheint mir etwas übertrieben. Ich glaube, ich habe was verpasst. Ich habe keine Super. Ich hasse die Bühne kaum. Ja. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Hier gibt es nur Müll, hier leben nur Idioten. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll, wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich. Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Mhm. Ja. Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first.
Okay. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Okay. Ich denke mal, das waren alle Gesprächsoptionen. Wobei ich frage hier nochmal wegen Deponia. Der Organon hat wirklich vor, Deponia zu sprengen? Genau. Den ganzen stinkenden Müllhaufen. Kaboom! Stört dich das etwa? Okay. Ja, machen wir mit Goal. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen? Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Ah. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Okay. Aber es funkelt. Okay. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen. Auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Mhm. Ich hingegen... Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut. Ich bin so... Oh. Okay. Aber Sven, weniger. Nehmen wir den nochmal. Deponia sprengen? Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen, abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratzfatz. Puh. Okay. Jetzt sind die ganzen Antworten weg, also war das schon die richtige? Dann nehmen wir die nochmal. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Es stinkt? Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort, war glaube ich auch richtig. Machen wir einfach von oben weiter runter. Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ja, gut. Das hatten wir ja schon alles. Dann gehe ich jetzt Goal holen. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Kann ich den Koffer haben? Finger weg! Verdammt! Wir haben auf jeden Fall eine Menge Kram. Ich habe nur keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Muss ich sie wirklich holen? Ich
kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay. Also gehe ich nicht Goal holen. Ich muss irgendwas da oben machen. Nur was ist die Frage?